Was geht ab, meine Freunde, und willkommen zurück zu diesem wunderschönen Let's Play von Zelda Breath of the Wild. Wir haben jetzt Teil 4, ich habe mich leider im letzten Teil versprochen. Ich habe gesagt, somit endet Teil 4, es tut mir leid, es war natürlich Teil 3, der geendet hat, ihr habt nichts verpasst, Freunde. Wir sind jetzt, gerade jetzt, bei Teil 4, also alles cool. Wir haben also Bolomios, Phosphoros, wie auch immer, Hyrule getroffen. Und der gab uns diesen coolen Parasegler. Und er hat mir so ein bisschen was zu der Story erzählt, die hier passiert ist. Dass ich halt schwer verwundet war und ihr kennt das alles. Also alles im dritten Teil schon. Und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns darum, was auch immer wir jetzt tun sollen. Wir sollen nach Kakeriko, genau, da war ja was. So. Oh, hat er Verstärkung geholt? Hier. So, Holzschweine und Bock in Horn. Autsch. Ei, er bringt die Ränge. Schnell wird Eden, Freunde. Muhaha. Stachelbockschild. Ah, Schildtasche ist voll. Na, so viel habe ich aber auch nicht dabei. Noch ein Prügel, den brauche ich gerade wohl auch nicht. Oh, noch einer. Also einer von mir ist ja wohl nicht die Dinger hoch, oder? Das wäre jetzt richtig ehrlich gewesen, Freunde. Und wieder eine kleine Truhe entdeckt. Eigentlich haben wir die schon von oben gesehen, wenn man ehrlich ist. So, was haben wir drin? 5 Feuerpfeile. Oh, das ist nett. Das ist immer gut. So, wir sollen nach Kakeriko. Ich erinnere mich, ja. Schauen wir uns die Map an. Impa der Weise. Da ganz hinten, nach dort? Oh Gott. Ja gut, Freunde. Auf dem blauen Turm waren wir bereits. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal dort lang gehen. Wir gehen jetzt einfach mal querfeldein hier. Ich glaube irgendwie nicht, dass wir hier... Oh, da hinten ist noch ein Turm, seht ihr das? Dann können wir... Ah, dann können wir wahrscheinlich den nächsten Teil der Karte aufdecken. Ich hab gerade eben mal überlegt gehabt, ob ich nie wieder hier hochkomme, wenn ich jetzt hier runter springe, aber ich kann mich hier Gott sei Dank porten, fällt mir gerade ein. Ich hatte schon Angst, dass ich jetzt alles hier erledigt haben muss, bevor ich runtergehe. Weil ich glaube, hier sind noch viele Sachen, die ich nicht gemacht habe. Sehr, sehr viele Sachen. Von denen ich einfach jetzt noch nichts weiß. Königreich Hyrule. Oh, das ist so ein dicker. Oha, das ist ein richtig großer. Komm her hier. Au. Nice. Bockkeule. Kann ich auch nicht finden. Moblinhorn. Moblinhauer. Noch ein Moblinhauer. Nice. Nice, nice. Okay, Bockkeule. Ah ja. Oh, zack. Schleimgelee in Blau. Okay, wir gehen aber gleich. Es regnet, Freunde. Tatsächlich meine Temperaturen zeigen, glaube ich, wieder ein Stück runtergerutscht. Gerostete Ellebade. Wie lange war der? Da hier. Heißland 3. Der hat 5, okay. Die Ruhe Stallruine. Achso, verrosteter Schild. Okay. Gibt es diese Ruinen nicht? Kann ich die auch mal in die Truhe? Ne, kann ich nicht, okay. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Ruinen komplett nutzlos sind.
verrosteter Schild. Feuerstein. Antike Schraube. Antike Schraube, okay. Soll noch richtig die Treppen hochgehen. Steht oder was vom Gebäude? Auch nicht schlecht, okay. Aber hier scheint gerade nichts zu sein. Auf der einen Seite wäre es natürlich heftig, wenn wirklich in jeder Ruine noch irgendwas wäre. Oh nein, tatsächlich, schau mal. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch ziemlich blöd, wenn die so eine riesige Welt gemacht hätten und es gibt nichts zu entdecken. Ist da mal gut. Ja gut, das wäre jetzt ein Bogen, okay, ein Reisebogen, aber war jetzt auch nichts Besonderes, ne? Wir fliegen mal weiter. Guck mal, da oben, das sieht schon richtig verdächtig aus. Wollen wir da hingehen? Mal hin, oder? Das ist ein richtiger Ding. Wow. 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 Ja. Oh, zwei sogar. Zack, zack. Zack, zack. Mega cool. Das mit den Sprinten finde ich gar nicht mal so eine schlechte Sache. Also da kommt echt Tempo auf die ganze Spielgeschichte hinaus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Es hat schnell wieder angefangen, die Sonne zu scheinen. Der Regen war schnell vorbei. Scheiße. Wirklich eine gigantische Welt. Ich glaube, das ist doch alles die Spielewelt, was wir zwischendurch immer wieder sehen. Weil das ist ja wirklich heftig. Lol, hier oben ist nichts. Krok. Ui, du hast mich entdeckt. Nanu, du bist gar nicht Marunus. Kannst du mir etwas sehen? Ich bin ein Krok, ein Waldgeist. Hier, ich habe doch vielleicht, wenn du Marunus bist, gib es mir doch bitte zurück. Okay. Okay, und das war's, ja. Ja. Okay. Da ist ein Turm, da ist auch ein Turm. Ich glaube, ich sollte was sehen. Da sind Schreine, Freunde. Ich kann jetzt nicht einfach abhauen, um die Schreine mitzunehmen. So, Leute, das Video ist schon fast wieder 10 Minuten. Ich habe bisher noch nichts eigentlich gemacht, außer durch diesen Wald gelaufen. Trollololololol. So ging das. Da und da und da. Die zwei nehmen wir doch mal mit, ne? Sehr gut. Westliche Steigerungen. Also hier sind viele Ruinen. Wenn ich mir auch nachher auf der Karte angeklickt, wenn ich mal reinsehe. Weiß nicht, wahrscheinlich. Wir lesen östliche Tempelruinen habe ich im anderen entdeckt. Wahrscheinlich muss ich das jetzt aufdecken, damit die Bezeichnung der Orte hier mit aufleuchten. Ich bin hier nicht verkehrt. Oh, warte mal. La. Na, was ist drin? Auch wieder Fettes. Ein Opal. Okay. Fuck.
Eisen, aber ist der Bericht gleich? Was? Nein. Eine Mobkeule. Oh, da sind zwei Hände. Da sind also zwei Hände unterwegs hier. Ja! Voila! Ach, hör auf! Der wollte einen Stein nach mir werfen! Siehste! Chest unlocked! Grillwild! Sehr schön! Oh, jetzt die Truhe hier oben! Oh, es ist opal. Es sind nette Truhen, aber ich sag mal, es ist nicht so wie in den anderen Spielen. Es ist so, oh, geil, eine Truhe. Das ist so, oh, wieder eine Truhe, wieder was Kleines. Also ein kleines Gimmick. Also ich weiß nicht, vielleicht sind diese Opal-Dinge auch richtig wertvoll. Ich bin da noch nicht ganz so sicher. Aber bisher würde ich sagen, so, ja, ist nett. Oben ist Wind, okay. Ein Windspiel. Achso, es gab doch mal so, was hat der? So Blätter, mit denen man das machen kann, ne? Ne, damit geht das nicht. Ja. Oh, mir gefällt. Das hilft mir weiter. Irgendwie so ein Blatt, oder nicht? Ein Blatt, mit dem man Wind machen kann. Das brauche ich doch für bestimmt, oder? Wenn ich so Wind gegen mache, dann wird es überdreht und das sich irgendwie wieder. Das ist ja mehr als auffällig, dass hier was rum. Warum nur so rumwedelt. Eichel. So ein Ding mache ich doch. Krogfächer. Sowas wollte ich bestimmt festlegen, oder? Hey, der ist gedreht, oder nicht? Hä, was ist das denn? What? Trifft doch nicht aus, ich kann der Reisebogen zerbrechen. Oh, Alter, wie schlecht bin ich denn? Oh, ich hab einen! Ah, cool. Okay. Noch so ein Krog. Wie ein Krogsaum. Okay, ich glaube, die Dinger werden noch richtig wichtig. Was soll ich noch vielleicht wieder auf... Na, Fellbade mit hier. Auf dem Wasser des Dinges. Oh, was ist... Was ist das hier? Stall am Fluss? Was ist ein Stall? Ich habe Hunger.
Wenn wir den unserer malerischen Gelegenheit in Pension erholen, der Fluss bereit wunderschön wie so eine Armee 1000 Sandbänke. Schwächliche, schöne Dinge sieht man auch in einem gepflegten Erscheinungsbild. Übrigens, deine Augen sind auch sehr schön. Darf ich dir vielleicht eine Geschichte aus der Jugend erzählen? Ja, okay. Also, in einem von Hiro lebt ein stattliches Schloss, ja? Nur das abenteuerliche Monsterhort. Und früher freut seine Pracht Herzen mit Ehrfurcht. Ja. Einer meiner Vorfahren, der Großvater des Großvaters, arbeitete dort als Hochkoch. Mit welchem Gericht mag er wohl damals hochfolgen, wo Zungen gekitzelt haben? Kleines Kind haben mich ja jene Zeiten zurückversetzt und exquisite Kreationen genossen. Luxus-Wildschaschlik, Fischcurry, Pilzrisotto, Eierpudding. Als das formte diese schönen Körper. Noch heute unterhalte ich mich gerne mit den Gästen über Stalles des delikaten Gerichtes. Also, ich sollte langsam mal zur Sache kommen. Lass mich dir tief in die schönen Augen blicken und bitte aussprechen. Ich weiß nur, wo tritt, wenn du... Deswegen, wenn du Gerichte und Schönungshause genießt, kann ich... Ach so. Wenn wir quasi einfach nur Rezepte haben, wenn ich mal dahin komme. Hallo, willkommen in unserem Stall, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst ausruhen kannst. Ah, du bist ja erstmal hier, oder? Ja. Weißt du, wie Stell funktioniert? Nein, weiß ich absolut nicht. So, dann erkläre ich es mal. Du kannst bei uns ein Pferd unterbringen und nach Belieben mitnehmen. Vielleicht sind unterwegs schon Wildpferde begegnet. Fang eins und bring es her. Wenn du ein Pferd bringst, ist bei uns registriert, ist offiziell dein Pferd. Du kannst bis zu 5 Pferde sammeln, die natürlich jederzeit wechseln. Möchtest du wissen, wie man ein Wildpferd fängt? Ja klar. Gut, ich erkläre es dir gern. Im Grunde muss man sich nur von hinten an ein Wildpferd ranschleichen und verlangsamen, damit es dich nicht bemerkt. Und dann spring mach einfach auf. Manche Wildpferde sind allerdings besonders wild, die muss man durch Tätscheln beruhigen. Wenn das Pferd sich beruhigt hat, kannst du es zu mir bringen. Vergiss nicht, dass von hier wilden Pferden reden. Es kann dauern, bis sie sich an Reiter gewöhnt haben. Manchmal wechseln sie von selbst die Richtung und werden plötzlich einfach langsam. Wenn du Pferd Richtung wechselst, schau sag, in die Richtung wie die Tätschel ist. Okay. Das Pferd wird das Pferd dann mehr und mehr vertrauen und auch besser gehorchen. Wenn er dann kann begegnen kann. Willkommen im Wurmstall. Ich sag mal, das kannst du hier reden. Übernachten möchtest du. Und dir helfen. Wiedersehen. Alles klar, okay. Also, wir wollen ja in den Schrein. Da ist er. Okay, das heißt also, man kann hier wilde Pferde zu rein. Das heißt, wenn ich sage, so, oh, dieses Pferd sieht cool aus, das möchte ich haben. Vago Katar-Schrein. Kann ich mal sagen, so, das nehme ich jetzt mit. Ich versuche das zu zähmen und dann. Ja, ist ja cool. Eine Folge gemacht, finde ich. Hat was etwas echt Geiles. So kann ich nicht immer dasselbe. Brauche ich nicht immer dasselbe Pferd nehmen, sondern kann auch mal zwischendurch wechseln. Das hat Stil, Freunde. Fleisch von ernährten Fische, Fleisch auch von Insekten. Exalfos. Willkommen in einem neuen Schrein. Einem Tempel. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Vago Katar. Namen der Göttin hier sollst du geprüft werden. So, und sie sitzt da oben wohl scheinbar schon mal. Die Stahlbrücke. Okay, ich habe so eine Vermutung, was ich machen muss. Okay, erstmal sehe ich da oben jetzt schon, von hier aus. Kann ich da hochklettern? Ach, sehr lächerlich. Da drauf. Das war schon mal lächerlich gewesen, die Truhe zu kriegen. Bernstein, okay, wir brauchen also nichts Besonderes. Hoppala. Alle umgekippt. Okay, der Abstand ist ein bisschen zu groß für dieses einfache Teil, aber das brauche ich auf jeden Fall. Fehlt aber ein ganzes Stück noch, oder? Aber guck mal, da kann ich ja... Das ist ja auch so ein Metall, in dem ich hochklettern kann. Ach, Moment mal. Ich kann ja... Ist ja Quatsch.
Warte mal. Brauche ich das Ding überhaupt? Ich glaube, ich brauche das gar nicht. Jetzt komm mal her hier. Also ich muss im Endeffekt muss ich ja nur darauf. Ja, okay, doch, ich brauche es. Ich brauche nicht groß, muss ich sagen. So, den schmeiße ich das mal einfach mal. Zack. Okay. Den hier jetzt einfach ganz locker oben drauf schmeißen. Hä, war es das jetzt echt schon? Lol, das war ja... Hä, war ich jetzt einfach nur wirklich so... Das... Sag mir, wenn ich jetzt irre, aber... Leicht, oder? Oder habe ich das einfach nur wirklich gerade durch Zufall so gut gesehen? Rein theoretisch hätte ich auch nur einen aufeinander stellen können und den gerade hochbauen können an der Wand, oder? Also das fand ich jetzt... Ja gut, okay, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es einfach nur gut gesehen. Aber die Idee finde ich cool. Also die Idee haben sie wirklich gut gemacht. Muss man ihn lassen. Die Idee war echt gut gewesen. Gucken wir mal, ob wir ganz schnell den nächsten Tempel schaffen. Ladebildschirm ist auf jeden Fall schon viel zu lang für den nächsten Tempel. War gut, war cool. Mal schnell zum nächsten Tempel hinrennen. Mein Freund hat mir einen wichtigen Tipp gegeben. Rein theoretisch könnte ich, glaube ich, jetzt schon in das Schloss zu Ganon gehen. Mache ich aber nicht. Ich glaube, warum brauchen wir nicht diskutieren? Ich habe keine Leben. Ich habe 4 Leben nur. Ich habe keine vernünftige Waffe, die ein bisschen länger hält. Oh mein Gott. WTF. Ein Angriff der Fledermäuse. What the fuck? Aber darum wollten wir jetzt nicht. Wir wollten jetzt erstmal den schnell mitmachen. Danach sind wir schon fast am Turm, was? Ja, okay. Ja, ich möchte mir jetzt eigentlich mit den Skeletten rumrennen. Das ist, wie erinnert ihr euch damals an die Skelette in Ocarina of Time, die mir Nacht auf den Hia-Feld gekommen sind? Die waren auch nicht stark, aber die waren einfach nur lästig, weil sie endlos kamen. Immer mehr und mehr, und das war einfach nur nervig geworden. Blumensandbank. Sieh nur wunderschön, oder? Ich habe rund um den Schrein herum Blumen gepflanzt. Du kannst sie dir gerne aus der Nähe ansehen. Sei nur vorsichtig, nicht drauf zu drehen. Bitte nicht betreten. Okay. Ach so, ich soll jetzt tatsächlich nicht auf die Blumen treten, weil ich soll hier wirklich irgendwie sich so durchschlängeln. Okay. Da geht es irgendwo lang, ich bin auf der falschen Seite, schade. Das ist immer schwieriger, wenn ich die treffe. Ist das im Kreis, oder? Bin ich im Kreis, Freunde? Oh, ich darf sie auch nicht schlagen. Ach hey, okay. Okay. Also eigentlich nur durchkommen, schnell. Aber der Weg war richtig. Freunde, der Weg ist richtig. Ich werde mir nicht mit dir schlagen. Die Alte möchte, dass ich das hier schaffe, ohne
Sie zu schlagen. Hirohira-Schrein. Haben es geschafft, Freunde. Gott, Alter, war das schon die Prüfung vom Schrein oder was? Bitte nicht betreten geschafft, na siehst du. Das freut mich doch. Freut sich wenigstens die alte Dame. Wenn du beim Reiten den Feind erkämpfst, hilft es sich mit Hilfe von ZL als Ziel zu rissen. Okay, merke ich mir. Oh, verdammt, jetzt habe ich das übersprungen, tut mir leid. Folge dem Strom! Okay. Ich habe da immer so eine Vermutung. Hopp. Aha. Das wäre jetzt ja einfach. Oh, das ist interessant. Lass mich mal eben gucken. Also zuerst mal muss ich die Truhe hochheben. Aber komm, brauch ja. Ich glaube, die haben damit gedacht, dass ich mit diesen Bombenfässern spiele, aber rein theoretisch. Lass mich lügen. Brauche ich diese Bombenfässer, glaube ich, gar nicht. Kann sein, dass ich mir jetzt irre, aber ich glaube, ich brauche diese Fässer nicht, die ich eigentlich nehmen soll. Versteht ihr, was ich meine? Komm ich hier schon hoch? Ich glaube, ich sollte eigentlich mit den Bombenfässern hier spielen, wenn ich die Bombenfässer hochziehe und alles, aber ich fand meinen Trick jetzt irgendwie viel cooler. Das habe ich jetzt alles quasi im Endeffekt nur mit dem Shika-Stein gemacht. Das fand ich viel kreativer. Noch ein Zeichen mehr. Ja, seht ihr so, Freunde. Und es hat sogar noch gepasst. Hiermit ist der Dienst erfüllt. Möge die Göttin hier dir beistehen. Das war doch gar nicht so schwer. Also absolut nicht. Ja, Freunde, wir nähern uns dem Ende. Wir werden jetzt noch hier wieder rausgehen, ohne eine Blume zu zertreten, hoffe ich doch. Aber es ist der Tag geworden in der Zeit, das ist sehr gut. Da ist hier so ein Ding rausgesprungen. Ja, meine lieben Freunde, und ich würde sagen, damit beenden wir den vierten Teil unserer Breath of the Wild Series. Okuba. Nee, jetzt ist Schrein so fahren, das ist bestimmt irgendwie. Ja, bestimmt. Das war der vierte Teil von The Breath of the Wild. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen oben da lassen. Und schaut auf jeden Fall das nächste Mal wieder rein, wenn es weitergeht mit Teil Nummer 5. Da werden wir auf jeden Fall endlich irgendwo diesen komischen Turm, den wir vorhin die ganze Zeit gesehen haben, erreichen. Und dann würde ich sagen, Freunde, auf Wiederschauen und reingehauen. Bis zum nächsten Teil.